jedenfalls zulassen. Gut. Auch bevor die Nachfrage kommt, es ist nicht zwingend notwendig, eine Geschäftsordnung für eine Versammlung hier zu beschließen. Im Vorfeld ist jetzt entschlossen worden, für die kleine Runde hier keine Geschäftsordnung zu beschließen. Wir werden also nur über das Wahlverfahren zu entscheiden haben. Wir können dieses Wahlverfahren jetzt über das Wahlverfahren entscheiden, bevor oder nachdem die Bewerber sich vorgestellt haben. Ich würde deswegen vielleicht kurz mal fragen, wie viele Bewerber sind denn anwesend? Zwei, drei? Drei Bewerber sind anwesend, okay. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal mehr als einer. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir uns dann zuerst über das Wahlverfahren Gedanken machen, weil dann können wir nämlich die Stimmzettel dann auch gleich drucken, während die Vorstellung stattfindet. So, wir haben vorher schon ein bisschen geredet und wollten mit dir abklären, ob es so okay ist, wie wir uns denken, aber dass man mit dem Approval Voting anfängt und falls nötig dann eben noch ein Stichwort, dass zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen macht, ob das in Ordnung ist oder ob rechtlich irgendwas dagegen spricht, ob du bessere Ideen hast, wie wir das machen. Okay. Ich versuche es dann mal kurz wiederzugeben. Ihr wollt also zuerst einen Approval Voting Wahlgang machen und sollten mehr als zwei. Mehr als die einfache Mehrheit erhalten, also mehr als die selbst abgegebenen Stimmen, dann zwischen den beiden besten noch eine Stichwahl. Das ist eben die Frage, ob es das überhaupt bräuchte dann oder ob man einfach sagen könnte, eine Approval-Wahlgang und sobald auch wenn mehrere über 50 oder alle über 50 sind, einfach der Beste gewinnt. Aber wenn jetzt zum Beispiel keiner über 50 ist, müsste man auf jeden Fall eine Stichwahl der besten beiden Kandidaten nochmal machen. Okay. Also, das ein gängiges Verfahren, das wir bisher schon benutzt haben, ist tatsächlich das einfache Approval-Voting. Das kennt ihr wahrscheinlich alle von den Parteitagen. Wer kennt das nicht? Okay, kennt ihr noch nicht, das kurz. Also, Approval Voting heißt Wahl des Zustimmung. Das heißt, es ist im Prinzip so, dass man für einen Kandidaten eine Stimme geben kann oder nicht geben kann. Aber man darf bei jedem Kandidaten ein Kreuz machen. Man könnte also sagen, hier ist Abstimmung mit Mehrfachnennung möglich. Ne? Und gewählt ist beim Approval Voting üblicherweise derjenige, der mindestens auf mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmzettel eine Stimme erhalten hat und der die meisten Stimmen erhalten hat. Das ist das übliche Verfahren beim Approval Voting. Das heißt, wenn im ersten Wahlgang jemand eine Stimmenmehrheit bekommt, bräuchten wir auch keine Stichwahl. Okay, wenn das gesetzlich so weit zulässig ist, dann wäre das das Einfachste, oder? Das Schnellste. Also wir könnten natürlich jetzt vielleicht einfach mal entscheiden, dass wir diesen Wahlgang machen. Sollte eben ein Kandidat im ersten Wahlgang keine Mehrheit erhalten, dann du hast dann quasi sonst eine Stichwahl mit einfacher Mehrheit zwischen den beiden besten, bestplatzierten stattfindet. Fände ich jetzt naheliegend, außer jemand hat bessere Ideen. Also generell müssen wir, glaube ich, zuerst mal eine Vorstellung machen, bevor wir. Ja, okay, ja, also das ist gut. Ich wusste, dass wir die Stimmzettel korrekt drücken können, dass wir die. Genau. Das wäre jetzt. Genau. Also kurz nochmal zum Vorgehen. Ich würde jetzt zuerst dann das Wahlverfahren schließen. Dann möchte ich kurz die Kandidatenliste eröffnen und schließen. Dann kommen wir zur Vorstellung, dann werden die Stimmzettel gedruckt, sodass wir nach der Vorstellung und Befragung direkt zum Wahlgang schalten können. Also nochmal drei Kandidaten und deswegen machen wir Approval im ersten und beim zweiten dann aber 50-50. Also der Vorschlag war, wir machen Wahl die Zustimmung im ersten Wahlgang und sollte kein Kandidat im ersten Wahlgang eine Mehrheit erhalten, eine Stichwahl zwischen den zwei Bestplatzierten. Ist das soweit verständlich, was der Vorschlag war? Also wir haben nicht zwangsläufig zwei Wahlgänge. Sollte ein Kandidat im ersten Wahlgang eine Mehrheit erhalten, dann ist oder auch mehrere Kandidaten eine Mehrheit erhalten, dann ist erstmal der gewählt, der die meisten Stimmen erhalten hat. Ein Stichwort wird dann gegebenenfalls nur notwendig, weil zwei Kandidaten stimmgleich auf dem ersten Platz sind. Das kann nicht sein. Also können zum Beispiel haben, zwei Kandidaten erhalten sechs Stimmen, ein Kandidat erhält drei Stimmen, dann müsste man hätten zwar diese zwei mit sechs Stimmen eine Mehrheit. Aber man müsste eine Stichwahl zwischen den beiden machen, um. Ja, also in dem Fall möchte ich vorschlagen, dass wir dieser Approval Voting tatsächlich für den ersten Wahlgang haben. Es sind mal drei Kandidaten, falls es nicht noch mehr werden. Mhm. Aber dass wir dann auf jeden Fall eine Stichwahl machen zwischen den beiden Bestplatzierten. Okay. Also, dass wir von vornherein sicher sind, dass wir auf jeden Fall zwei Wahlgänge haben, sodass wir dann nachher die Kandidaten eventuell, wenn das gewünscht ist, auch nochmal befragen können. Okay. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ich wollte nur noch zur Sicherheit. Bei 8 Stimmberechtigten könnte es jetzt dummerweise sein, dass jemand genau 4 Stimmen hat. Das wären dann noch nicht mehr als 50%, sondern genau 50%. Reichen uns 50 oder brauchen wir mehr als 50? Nein, mehr als 50. Ja, okay.
Der Andi kommt noch, okay, dann auch. Dann brauchst du trotzdem 500 Millionen. Ich würde nicht dafür über 50% brauchen. Das ist doch eigentlich bei so einer Aufstellungsversammlung nicht mehr drin. Also das Parteiengesetz sagt erstmal, dass eine Entscheidung mit einer Mehrheit fallen muss. Ja. Das heißt, im Fall von der Pool-Voting sind das wegen dem Wahlverfahren, weil das halt so geworden ist, 50%. Man könnte diese Hürde weglassen, müsste dann aber zum Schluss einen sogenannten Bestätigungswahlgang machen. Das heißt, der Kandidat müsste noch einmal quasi mit einfacher Mehrheit bestätigt werden, damit dieses Ding gewinnen kann. Wir haben es bisher so gemacht, dass wir, gerade wenn ein Pool-Voting gemacht wird, wir die Mehrheit einfach haben wollten, weil wir davon ausgehen, dass schon eine Mehrheit hinter dem Kandidaten stehen sollte und dass wir das gut finden, dass es so passiert. Ja. Deswegen würde ich empfehlen, dabei zu bleiben. Mhm. Einfach auch, weil es weniger formalen. Aber ich finde den Vorschlag, also den er macht, dass man auf jeden Fall zwei Wahlgänge machen, sehr gut. Okay. Also ich wiederhole den Vorschlag kurz nochmal. Wir machen also zwei Wahlgänge. Das heißt, im ersten Wahlgang war die Zustimmung und die beiden Bestplatzierten werden dann nochmal im zweiten Wahlgang auf jeden Fall gegeneinander nochmal gewählt mit einfacher Mehrheit. Ja? Also dann nur noch, weil Stichwahl mit Abdul Roter gibt es keine. Deswegen. Also einfacher Mehrheit. Jeder seine Stimme? Sozusagen. Genau, es sei denn, oder auch drei, wenn sich gut verteilen, aber. Alles klar. Also einfache Mehrheit heißt einfach mehr Stimmen als der Gegenkandidat. Okay, gibt es Zustimmung zu diesem Wahlverfahren? Ja. Okay, dann bitte ich das kurz abzustimmen. Wer ist dafür, dass wir also mit zwei Wahlgängen, einmal nach Plural und nach Stichwahl mit einfacher Mehrheit abstimmen? Gegenprobe? Okay, gut. Dann ist das Wahlverfahren festgelegt. Jetzt frage ich nochmal, ihr wisst von nichts davon, dass irgendein Kandidat noch aus Spanien hat? Alle? Doch, mein Bruder. Der wird auch Kandidat. Also Kandidat nicht. Okay, Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Alles klar. Weil dann können wir zumindest mal die Kandidaten. Wir haben ja diese Einladung nicht selber verschickt. Du hast es so gesagt. Ich habe es nicht verschickt, das wurde zentral gemacht. Genau. Ich habe keinen Zugriff auf die Und deswegen muss man auch, wir wissen auch nicht, wie viele, also ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Leute jetzt dann da eingeladen sind oder ob da noch irgendwelche andere Kommunikationen gelaufen ist. Es gibt sicher noch mehr Piraten, die vielleicht gar nicht alle noch nie hier waren. Kannst du mal durchzählen? Ich sag mal, ihr habt jetzt 8 Leute, ich glaube, ich habe mal grob geschätzt 60 auf 80. Kann ich mal kurz zählen? Ich weiß es auswendig. Das ist eine Liste von dir. Ja, aber bevor ich die zähle, hast du es nummeriert? Also wir sind 200 von mir, genau. Butler Stamberger, 60 hier, 40 Miesbach. Also es kann sein, dass da schon ich habe den Lager schon gehabt, das kommt natürlich doch so recht. 200, okay. Aber ich sag's mal so, erfahrungsgemäß ist das eine Direktkandidatenaufstellung eine normale Probe zu 15%. Das sind jetzt bei 100. Ich sage, da warten wir noch auf jemanden, theoretisch. Also, ich sag's mal so, ihr wisst von niemandem, der kandidieren möchte und jetzt nicht da ist. Ist das korrekt? Nein. Gut. Dann schlage ich jetzt vor, dass wir die Kandidatenliste eröffnen. Deswegen muss ich jetzt kurz einfach Dinge feststellen, bevor wir das machen. Zuerst mal stelle ich fest, dass wir natürlich geheim abstimmen. Das denke ich ist Dann stelle ich weiterhin fest, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt ist. Ja? Dann jeder, der heute akkreditiert ist, darf Vorschläge machen, darf sich natürlich auch jeder selbst vorschlagen. Und dass den Bewerbern Gelegenheit gegeben werden muss, sich in dem Programm angemessener Zeit vorzustellen. So, dann öffne ich hiermit jetzt die Kandidatenliste. Wer möchte kandidieren? Okay, ich fange einfach mal links an. Bitte sag nochmal deinen vollständigen Namen für alle. Jetzt ist es schwierig. Ja? Wer kandidiert, muss seinen Namen sagen. Also mein bürgerlicher Name ist Christian Rahn. Okay. Das ist es. Und Fabian Müller. Okay. Gibt es? Ich würde doch gerne jemand anderen vorschlagen. Okay. Ich würde gerne den Kalle vorschlagen. Nicht, dass es nachher Beschwerden gibt, dass er nicht hätte kandidieren dürfen. Okay. Gut. Habt ihr eigentlich kein Interesse dran, muss das vorab schon. Also würde ich am besten wenn da auskerzen. Aber kurz damit alle wissen, also Kalle ist ja nicht überrichtig. Und das heißt, wenn aber er kann natürlich gewählt werden. Also jeder, der das Wahlrecht vom Deutschen Bundestag besitzt und entsprechend
die sonstigen Voraussetzungen erfüllt, kann gewählt werden. Das muss also kein niemand sein, der hier im Wahlkreis wohnt. Der muss natürlich vorgetragen werden. Da hat Kalle gesagt, er möchte nicht, hältst du seinen Vortrag auch nicht? Nein. Gut. Dann frage ich noch einmal, gibt es weitere Vorschläge? Ansonsten würde ich die Kandidatenliste dann hiermit schließen. Nils, brauchst du Stimmzettel? Oder wie machen wir das? Wenn einer sagt, wie die aussehen müssen. Da schreibst du einen Namen drauf. Darf ich, schau mir den kurz mal an. Das Problem ist, die kriege ich an dem Rechner nicht ausgedrückt, wenn man Adobe da schreibt. Ja, das ist. Wir machen das schon noch welche. Ja, aber was muss, der Name soll ja drauf, oder? Also im Wesentlichen muss der Name drauf und ein Feld zum Ankreuzen. Mehr nicht. Gut, das reicht vollkommen. Für den Google-Wahlgang brauchen wir auch keine Nein-Möglichkeit oder sowas? Wenn ihr das wollt, aber das ist noch ein bisschen nicht gemacht. Das heißt, wir brauchen nur den Namen und ein Kreuz dahinter, also ein Kästchen dahinter. Hinter oder davor? Das kannst du auch in Word oder Open Office oder sonst was ausdrucken. Das muss Design sein. Das muss nicht hübsch aussehen. Das muss nur funktional sein. Aber wir können es auch per Hand malen, schnell. Nein, das ist. Also ich bitte darum, dass wir dass wir gleich mit dem Zettel vorgehen. Ist in Arbeit. Wir sind halt trotzdem bodenständig. Genau. Gut, also wir sind in Arbeit. So, dann würde ich jetzt zur Kandidatenvorstellung schreiben. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir das machen wollen. Habt ihr euch aber geeinigt? Christian, ich mag es nicht vorgestellt, aber ich nicht richtig verstanden habe. Okay. Ja, gut, dann fangen wir an. Wir zwei Lars da auf. Okay, jetzt. Wir wollen schon was hören. Gut, also, ja, das werden wir uns vorstellen. Was möchtest du denn hören? Ja, ich meine, weil er sagt, die magst du, die liebst du. So, also. Bitte. So. Ich bin jetzt Ruhe. Ich denke, Lars hat sich darauf geeinigt, dass Lars bitte anfängt. Lars, bitte, hat das Wort. Bitte. Okay. Ich mich einfach mal vor deinen Mund. Also, hallo liebe Piraten, ich habe mich eigentlich nicht dazu bekommen, nochmal von hier. Mein Name ist Lars Bitte. Ich bin wohl in Holzkirchen, ich habe gerne mal in Warngau. Ich möchte hier euer Direktkandidat werden. Ja, was mich jetzt in den letzten Tagen so, möchte euch mal kurz erzählen, was mich in den letzten Tagen so politisch bewegt hat. Da waren zum einen die Nebeneinkunftsdebatte vom Herrn Per Steinbrück, der jetzt mit vielen Maulen und Widerwillen quasi seine Nebeneinkünfte doch veröffentlicht hat. Und ich habe mir das gestern mal angeschaut und dabei so gesehen, dass er im Jahr 2011 40.000 Euro in etwa brutto pro Monat eingenommen hat. Das finde ich für meine Ansprüche finde ich das zu viel für einen Politiker, der seine Unabhängigkeit bewahren soll. Und da finde ich, dass ich das gerne, ich würde das anders machen, gut, wenn es so weit kommt. Ich bin in der Piratenpartei seit 2009, kurz nach der Bundestagswahl eingetreten, habe dort dann zuerst recht wenig mitgemacht, bin jetzt immer aktiver geworden und wurde quasi jetzt so in die Parteiaktivitäten immer mehr hineingesaugt, ja. War jetzt dann auch auf vielen Landesparteitagen und habe in der letzten Zeit eigentlich keine Veranstaltungen ausgelassen. Auch auf Anti-Akta-Demos und alles, was so zum Piratenleben dazugehört. Demokratie und die ist jetzt noch nicht so ganz fertig, würde ich sagen. Das ist noch so ein bisschen Baustelle. Man merkt am Wahlrecht, was jetzt durch das negative Stimmgewicht einfach noch der Missstand, den die Regierung nicht beheben konnte, haben wir jetzt immer noch nicht. Ich hoffe, dass die Regierung das jetzt vielleicht in den nächsten Monaten noch vor der Bundestagswahl irgendwann hinkriegt. Ja. Stattdessen können sie sich ja lieber mit anderen Sachen beschäftigen. Dann beim Herrn Kauder, dem Vorsitzenden im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags, gibt zum Beispiel noch einen Antrag von der Linken wegen dem UN-Antikorruptionsabkommen, was meiner Meinung nach dringend ratifiziert werden müsste. Und ja, ansonsten würde ich mich generell freuen, wenn die Politik insgesamt anfängerfreundlicher und transparenter werden würde. Genau dazu würde ich dann auch meinen Teil beitragen, wenn es in den Wahlkampf ziehen und ich
rein theoretisch auch gewählt werde. Genau. Viele Leute sagen immer, dass wir kein Programm hätten. Das finde ich irgendwie recht befremdlich, diese Vorstellung, weil ich genau wegen dem Programm zur Piratenpartei gekommen bin. Damals angefangen, den geilsten Programmprogramm fand ich damals, da war ich noch, da war ich 18, 19, dass die Piratenpartei für eine Entkriminalisierung der Computerspiele eingetreten ist. Das fand ich sehr gut. Es ging ja wirklich eine sehr unsachliche Debatte da vom Start, wo alle behauptet haben, so die Leute tun da ganz böse Sachen und töten Pixel. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Genau. Ich bin dann, ich habe auch meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr abgeleistet, habe da auch sehr einige politische Erfahrungen mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags am Ende meiner Dienstzeit gemacht. War dort auch eher unzufrieden. Man hat gemerkt, dass der Wehrbeauftragte nicht wirklich Interesse für die Vorgänge in der Bundeswehr gezeigt hat. Und dass das irgendwie, ich vermute, dass es zum Teil daran lag, dass die FDP und die CDU sich so ein bisschen da gegenseitig in Schutz nehmen und da so ein bisschen Koalition machen. Das ist natürlich dann nicht im Interesse der derer, die der Wehrbeauftragte vertreten soll, sprich den Soldaten. Weil die Beschwerde ist dann so ein bisschen im Sand verlaufen, die ich da hingeschickt hatte. Das fand ich sehr schade. Genau. So die Partei ist ja auch noch so ein bisschen am Wachsen bei uns. Ich persönlich habe immer wieder Probleme. Ich bekomme manchmal auch Veranstaltungen nicht mit, weil die Piratenpartei eine richtige Informationsflut auf mich aussendet. Ich kann leider manchmal nicht alles lesen, was ihr schreibt, oder nicht alles mitbekommen. Das ist mir jetzt manchmal passiert, dass ich zum Beispiel von der Petition von Leistungsschutzrecht nicht erfahren habe. Das ist, ich habe da einige Vorstellungen, wie man das vielleicht ein bisschen besser machen könnte, über die könnten wir uns auch mal unterhalten. Das finde ich nämlich ganz wichtig, denn es gibt Leute, die in der Partei mitmachen wollen, aber 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen, vielleicht noch Familie haben und andere Interessen haben. Und das ist so ein bisschen, ich finde das ein bisschen schlimm derzeit, wie es bei uns läuft, dass insbesondere sich die Leute mit viel Zeit in der Partei beteiligen können. Man sollte vielleicht ein bisschen die stärken, die weniger Zeit haben. Genau, aber das gehört jetzt eigentlich hier gar nicht hin. Mein persönliches Programm, da zählt auch zu, die Demokratie fertigzustellen und demzufolge auch die 5%-Hürde zu senken. Ich habe das tatsächlich mal ausgerechnet und dabei herausgefunden, dass keine Fraktion mehr im Bundestag, also insbesondere die NPD, in keinem Landtag mehr vertreten wäre als jetzt, wenn man die 5%-Hürde auf 3% absenken würde. Das finde ich wichtig, denn das Parteiensystem muss sich die Chance haben, sich jetzt zu erneuern durch mehrere kleinere Parteien, die die Interessen vertreten und sozusagen die größeren Parteien vor sich hertreiben. Deswegen bin ich auch generell für eine Absenkung der 5%-Hürde auf 3%. Genau, das ist, und ja, wenn ihr mich als Direktkandidat wählt, biete ich euch an, dass ich für euch da bin, dass wir gemeinsam Wahlkampf machen und schauen, was geht. Wir haben es schwierig und es ist letztendlich, sind wir fast chancenlos, unseren Direktkandidaten durchzubringen. Wir können es trotzdem versuchen, weil es tolle Synergieeffekte gibt. In einer Statistik hat jemand mal herausgefunden, dass es mehr Zweistimmen gibt in den Wahlkreisen, wo ein Direktkandidat antritt. Und deswegen stelle ich mich auch gerne hier für diesen Posten zur Verfügung. Gut, ja. Das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die mir, glaube ich, nachher stellen. Wir machen ja noch eine Grillrunde. Und dann hat ja jetzt eigentlich der Nächste dran kommen. Liebe Piraten,
Als einer von beiden biete ich hier oder auch mit Herrn Müller an, als Direktkandidat für unsere Partei und unser Wahlkreis in den Wahlkampf für die Bundestagswahl 2013 einzusteigen. Soweit nichts Neues. Ich bin offiziell Pirat seit 2009, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Starnberg, Assistent der politischen Geschäftsführung auf Bundesebene, zuerst von Alina und jetzt von Johannes. Aktives Gründungsmitglied der SG-Website und Bundestagskandidat auf Platz 21 unserer Landesliste. Mein Fachgebiet ist Außenpolitik mit Schwerpunkt UNO und Völkerrecht, wofür ich bereits auch mehrere UN-Simulationen auf praktische Erfahrungen sammeln konnte. Meine Interessen zu diesem Fach weiterhin hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Urheberrecht, Gender und Sozialpolitik. Ich bin meistens eine ruhigere Person, ohne deshalb weniger leidenschaftlich zu sein. Und es ist für mich von höchster Wichtigkeit, stets mit Vernunft und Verstand zuzuhören, zu argumentieren und zu reflektieren. Ich scheue mich nicht, Fehler und Versäumnisse zuzugeben, und ich scheue mich nicht, meine Ansichten zu ändern, weil sie sich als falsch herausstellen würden. Wie wir alle hatte und habe ich auch mein Chef Leid zu tragen, und als es eigene Erfahrung, wie es sich anfühlt, als Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden. Ich hatte Glück, ich habe es überstanden und bin dadurch, sofern ich das beurteilen kann, nur stärker geworden. Doch ich kannte auch Menschen, die es nicht überstanden haben. Und diese Erfahrung hat mir wie keine zweite den Wert des Einzelnen gelehrt. Ein Wert, der unabhängig ist von Alter, von Geschlecht, von Hautfarbe, von der Liebe, von der Arbeit oder auch von den politischen Ansichten. Und aus dieser Erfahrung heraus werde ich nie aufhören, für die universelle Anerkennung dieser Unvoraussetzung zu kämpfen. Damit nicht Angst unter der Welt bestimmt, sondern Hoffnung. Und genau deshalb bitte ich euch um eure Stimme. Damit nicht Angst unter Wahlkampf bestimmt, sondern Hoffnung. Hoffnung auf ein Land, das von seinen Bürgern gestaltet wird. Hoffnung auf eine Politik, die mit Hinblick auf den Menschen und nicht mit Hinblick auf die nächste Wahl gestaltet wird. Hoffnung auf eine Gesellschaft, die Lethargie durch Leidenschaft ersetzt, die Vernunft vor den Vorteil stellt und die Chauvinismus gegenüber allen Gruppen mit Solidarität und Aufklärung entgegentritt. Ich hoffe, dass es nicht als falsche Demut verstanden wird, wenn ich sage, dass es mir persönlich egal ist, ob ich gewählt werde oder ob ein anderer Pirat auf dem Wahlzettel steht. Ich werde so oder so mit verkämpfen, Hoffnung und so. Vielen Dank. So, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Christian, du hast das Wort. Hast du ausgemacht? Christian, noch nicht. Falls du zu lange brauchen solltest, muss die Versammlung eben noch einschalten. Aber ich, also, das wäre mir lieber, wenn das einer vorher sagt, wie viel Zeit. Also ich sag mal so, rein formal stehen dir auf jeden Fall mindestens 10 Minuten zu. Ob du sie nutzen willst, ist deine Sache. Okay. Gut. Also ich würde jetzt aber noch für Foto vorher, ja? Okay. Keine Fotos hätte ich die Brille nicht gefunden. Dann ist sowieso im Internet von vielen Dank. Ja, natürlich. Natürlich. Du hast mir abgestimmt. Aber ich bin mir den ganzen Tag auf. Also. Ja, also schönen guten Abend, für die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christian Horn. Das ist die einzige Gelegenheit, wo ich meinen Klarnamen auch von mir gebe. Normalerweise im Wiki findet ihr mich unter script-no-comment. Das ist Englisch und heißt so viel, kein Kommentar, und zwar grundsätzlich. Das hat was damit zu tun, dass ich selber Journalist bin und deswegen Journalisten grundsätzlich keine Interviews gebe. Es fragt man sich, ob das für einen Politiker eine gute Voraussetzung ist, aber ich würde euch sagen, inzwischen bin ich der Ansicht, die bestmögliche Voraussetzung, wir kriegen niemals mehr mediales Interesse, als wenn wir beim nächsten Bundesparteitag die Presse ausschalten. Aber ich fürchte, da wird sich wahrscheinlich keine Mehrheit dafür finden, weil ja beispielsweise ein politischer Geschäftsführer auch der Ansicht ist, dass Öffentlichkeit auch alles ist, was die Piraten hat. Ich hatte Max Hütte schon gesagt, der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, dass wir deutlich mehr haben als die Öffentlichkeit. Ich glaube, dass wir deutlich was zu sagen haben und dringend notwendig sind. Aber vielleicht auch, weil unsere Schwarmintelligenz noch nicht so richtig fortgeschritten ausgebildet ist, meiner Meinung nach, so wie ich Max Hütte auch gesagt habe, einfach nicht die Kandidaten nach vorne kommen, die wir für das, für die Aufgabe, für das erste Mal im Landtag oder im Bundestag zu sein, auch noch. Kurz gesagt, ich glaube, das hat nicht damit zu tun, dass wir gut oder schlecht sind, das hat auch damit zu tun, dass wir nicht für diese spezielle Aufgabe geeignet sind. Meine persönliche Meinung, und das hat auch damit zu tun, dass ich der Ansicht bin, dass ein Mandat und ein eventuelles Amt getrennt werden müssen. Und so bin ich auch angetreten.
den hält auch wieder an, dass ich dann sage, ich habe kein Parteiamt inne. Das liegt nicht daran, dass ich keinen haben wollte, weil er mich nicht gefragt hätte, sondern es liegt daran, dass ich glaube, dass man Amt und Mandat nicht miteinander kombinieren sollte, speziell nicht in der frühen Phase, die wir jetzt gerade sind. Wir haben viel zu wenig Leute, und wenn wir die ganzen Positionen doppelt besetzen oder einfach mit doppelten Positionen, jedes Mal, wenn uns dann einer abhanden kommt, so wie jetzt dann vor, wenn ich das richtig sehe, letztes Wochenende wieder mal zwei Leute abhanden gekommen sind, dann sind immer gleich zwei Positionen weg. Also das halte ich für einen taktisch grundsätzlichen Fehler. Und dann die Leute, die jetzt dann kein Parteiamt innehaben, sondern ein Mandat innehaben, gerade jetzt am Anfang, wo die Partei sozusagen ja, auch im Feuer des Lebens entsteht, da hätte ich mir halt gewünscht, dass wir nicht ausgerechnet die Schlüssel und vielleicht noch scheinbar am kompetentesten erscheinenden Leute gewesen aufgestellt hätten, sondern dass wir uns eben vielleicht eben nach der Kompetenz hätten leiten lassen. Das ist in Magdeburg nicht passiert. Ich habe das ein bisschen vorhergesehen, deswegen habe ich mir vorher auch keine Gedanken darüber gemacht, was ich sage, sondern habe eben auch meine Meinung eben auch kundgetan. Die gehört eben auch dazu. Und ich dachte, ich bin das sehr noch nicht reif und fähig und in der Lage, für den Bundestag zu kandidieren. Ich weiß, dass das nie richtig zur Diskussion gestanden hat. Jetzt ist es so, jetzt sind wir dabei, jetzt sind wir in dem Wahlkampf drin. Und jetzt, glaube ich, sollten wir das Beste daraus machen. Und deswegen bin ich der Ansicht, wie wir heute schon mal gehört haben, dass Direktkandidaturen was elementar Wichtiges sind. Weil die ganze Geschichte mit der Liste ist ja schön und gut, aber die Leute kennt im Zweifelsfall keiner vor Ort. Aber die Direktkandidaten schon, da wird die Wahl tatsächlich gewonnen. Das wird viel mehr von den Direktkandidaten abhängen als von den Listenkandidaten, was das Image der Partei nach der Wahl sein wird. Gut, zu mir selber als Person, also ich bin aber mit meinen persönlichen Daten ein bisschen zurückhaltend. So, ich habe schon festgestellt, dass ich deutlich einer von den Älteren heute Abend bin. Kommt eher selten vor. Bis jetzt. So, also ich bin schon ein bisschen über 40 Jahre alt. Ich komme hier aus Chemnitz. Geboren bin ich aber in Rosenheim und ich bin ja auch in die Schule gegangen, allerdings nicht lange, da hat mich rausgeschmissen und mit Internat verwandt nach Eichstätt in einem katholischen Bischof. Bergdorf, du kannst mich 5 Jahre Internat, jetzt bin ich Atheist, deswegen bin ich auch übrigens bei der Piratenpartei ganz ursprünglich, weil die eigentlich echt säkulare Partei ist, die wir in Deutschland haben. Die Grünen haben das 20 Jahre behauptet, stimmt aber nicht. Das würde mich gleich zu einem meiner Hauptthemen führen, von denen ich momentan sagen würde, dass wir jetzt auch politisch in der Partei den allermeisten Rückenwind bekommen würden. Leider, immer wenn das Thema irgendwie vorgebracht wird, dann wird einmal zurückgegriffen. Also es gibt genügend Anträge dazu, aber irgendwie kommen die immer nicht recht weit nach vorne. So eines meiner Hauptthemen in dem Zusammenhang, gerade auch mit meinem Atheismus, wäre momentan in Deutschland die Beschneidungsdebatte. Ich habe das in Maxime schon mal versucht, letztes Mal, also nicht letztes Mal, vorletztes Mal, dass das eben als Programmpunkt vorgezogen worden ist, dann irgendwo bei der JPD und der Platz 17 irgendwo gelandet. Ich glaube, wir haben 3 Anträge durchgearbeitet, also das war nicht so erfolgreich. Aber ich glaube, dass wir ein großes Problem haben, genau deswegen, weil wir eben keine wirklich kantigen Themen besetzen, außer die, die wir ursprünglich schon mal besetzt hatten, weil sich da keiner die Finger verbrennen will. Und weil ja wir irgendwie so eine Art Mentalität in der Piratenpartei entwickelt haben, dass jeder, der die Idee hat und damit seinen Kopf rausstreckt und nach vorne kommt, ja als allererstes Mal per Shitstorm wieder flach gemacht wird. Das hat schon fast zu grotesken Ausgängen geführt, die wir jetzt dann in Bochum wahrscheinlich auch nochmal erleben werden. Also, ja, das wäre das eine Thema. Das andere Thema, da habe ich jetzt dann ja schon der Kollege draufgebracht, weil er mal auch vom Wehrdienstbeauftragten gesprochen hat. Also ich bin selber auch bei der Bundeswehr gewesen. Ich habe lange Zeit damit nachgedacht, ob ich jetzt dann vielleicht doch mal nachträglich verweigere. Jetzt spätestens wird es dann irgendwann Zeit, spätestens seit Mitte August übrigens, als das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat, dass nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass ein deutscher Soldat innerhalb Deutschlands auch einen Deutschen schießen wird. Glaube ich, dass das auch mit eines unserer Hauptthemen sein würde. Ich werde übrigens, das kündige ich hier mal so an, auch einen offenen Brief an den Bernd schreiben. Wer war von euch in Neumünster? Sind wir in Neumünster oder hier? Ja? Ich würde euch erinnern, Neumünster hat so eine Zettelaktion gegeben, da konnten wir Fragen einschmeißen und da hat unter anderem jemand in Bernd gefragt, ob oder jemals in seiner Geschichte er jemals mit dem MAD zusammengearbeitet hat, weil er ja für eine Bundeswehr-Außendienststelle. So, er hat das mit Nein beantwortet und ich habe mir dann sofort gedacht, und alle, die bei der Bundeswehr gewesen sind, sollten das auch wissen, dass das nicht die korrekte Antwort ist, sondern die korrekte Antwort wäre gewesen, diese Frage kann ich nicht beantworten.
weil jeder Bundeswehrsoldat nämlich zur Zusammenarbeit mit dem NAD verpflichtet ist. Und sollte er mit ihm zusammengearbeitet haben, darf er darüber nachher nichts sagen. Also insofern ist die Aussage von Bernd nicht besonders stichhaltig. Jetzt war das im April, das Urteil jetzt zur Bundeswehr war jetzt im August. Und ich werde ihn also entsprechend auffordern, diesen Zwiespalt aufzuheben und den Wehrdienst oder den Dienst an der Waffe als solches zu verweigern. Es gibt übrigens dafür bei der Bundeswehr auch schon Beispiele. Da hat es einen Oberst gegeben von der Luftwaffe, der hat verweigert, bei der Radaraufklärung in Kosovo mitzufliegen. Und er verdient heute auch noch wunderbar seinen Dienst, obwohl er eigentlich keine Kompetenzen zur Wehr gehört. Also das wäre auch noch eins von den Dingen, die bei mir ganz weit vorne sind und von denen ich denke, dass ich die Piratenpartei speziell auch profitieren könnte. Gut, das dritte Thema haben wir auch schon angesprochen, was meins wichtiges Thema wäre. Das wäre die Transparenz, aber vor allem dahingehend, was die Abgeordneten halt so verdienen. Das war ein gutes Beispiel, das hat mir echt gut gefallen. Ich habe den Spiegel übrigens mitgebracht. Da werden die Herrschaften als Silberfüchse bezeichnet. Das sind jetzt weniger die, die während ihrer Amtszeit bloß Sachen wie mehr einsacken, sondern die das nachher versilbern, also wie Schröder oder Fischer oder wenn wir da alles so haben, weil ich den Staunen kriegen sollte, da Kohle draus machen. Also das denke ich, sollte den ganz anders machen. Und ich denke, dass wir als Piraten da mit einem guten Beispiel als erstes vorgestellt wurden. Und es hat mir auch bei den letzten beiden Veranstaltungen manchmal nicht gefallen, dass jegliche Fragen, die danach gestellt wurden, also zur, ich sag mal, zur Ethik von uns als Piraten, immer gerade die abgebügelt worden sind. Ich will da niemanden rumhacken, aber bei der Anliegen war egal, ich hatte viel mehr. Also die Frage danach, ob eine Abgeordnetenabgabe für die Kandidaten, die da oben auf den Listenplätzen da standen, ob das für die so muss oder nicht oder wie auch immer, das wurde auch dieses Mal wieder damit geklärt, dass wir sagen, das macht die Fraktion dann nachher auf freiwilliger Basis irgendwie untereinander selber. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht für die Piraten, das reicht mir aber nicht für unsere generelle Politik. Was ich denke, was wir als Piraten-Ehrenkodex, Piraten hatten übrigens sowas, haben sollten, wären so Dinge, wie sie bei den Grünen ursprünglich in der Gründungszeit übrigens auch angesagt waren. Da gab es ganz grundsätzliche Dinge, die von vornherein geklärt waren, wo auch nie einer daran gezweifelt hat. Und deswegen ist auch eine ganz spezielle Art von Leuten für die Mandate oder auch für die Posten eben auch angetreten. Beispielsweise. Wir haben das Diskussion ja im Maxi-Dachter gehabt. Wir haben keine Frauenquote. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir so wenig Frauen haben, das heute ist ja wieder mal repräsentativ. Da bin ich ganz fest der Überzeugung, dass wir da einen großen, großen Fehler machen, wenn wir einfach unsere Zahlenverteilung als Grundlage dafür hernehmen, wie wir als Partei aufgestellt sein sollen. In Deutschland sind nicht das Verhältnis Männer zu Frauen 1:7, oder 1:8, oder 1:9, sondern es ist fast 50-50 und dementsprechend sollten wir da auch anders aufgestellt sein. Die nächste Sache ist die Begrenzung der Mandatszeit. Länger als 2 Perioden im Bundestag oder im Landtag oder im Europaparlament wird auf gar keinen Fall möglich sein. Da braucht man wieder frisches Blut dazu. Und dann kommt natürlich das hauptsächlich leidige Thema Trennung von Amt und Mandat. Auf unseren ersten 4 Plätzen hier in Bayern haben wir 2 Leute, die im Vorstand sind. Halte ich für einen ganz grundsätzlichen Fehler, also für einen Kardinalfehler als solchen, in der Kumulation sowieso. Und dann haben wir natürlich noch das leidige Thema von Abgeordnetenabgabe. Und da hat sich auch keiner irgendwie irgendeiner Form definitiv dazu äußert. Meine Lebenserfahrung sagt mir, also ich bin eine lange Zeit auch als Kapitän mit Jugendlichen rumgefahren und ich kann euch mal sagen, wenn ich am Abend vorher nicht ins Logbuch eintragen lasse, wer am nächsten Tag fürs Frühstück zuständig ist, sondern mich auf irgendwelche Sachen einlasse, wie, ja, das machen wir alle gemeinsam und wir sind doch alle Freunde und so weiter und so fort, machen wir irgendwie ein kleines Kämmerchen dann morgen aus, dann ist die Erfahrung, dass es kein Anstieg gibt. Und so einfach ist es hier auch. Meine Befürchtung ist, dass wir, wie es jetzt in den Landtagen schon ist, aber spätestens wenn zum Bundestag deutlich überkommen, dass wir einfach wegen völlig falscher Sachen in den Schlagzeilen sein werden. Weil da gibt es welche, die machen das so, da gibt es welche, die machen das so, und die einen haben ihre Nebeneinnahmen erklärt, die anderen eben nicht, und der eine macht eine Spendenaktion und meldet sich vom Arbeitsamt und lauter solche Sachen. Damit werden wir in der Presse weit oben sein, und das ist ganz genau das, was wir nicht brauchen. Und das müssten wir auch nicht haben. Weil im Prinzip sitzen wir alle in einem Boot und ziehen auch alle in einem Strang. Wir haben uns nur noch nicht auf eine Art hier einig, das miteinander zu kommunizieren. Gut. Nachher, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich dann mal löchern ohne Ende. Ich möchte noch auf einen speziellen Zusammenhang hinweisen, hier in Wolfratshausen, wo wir ja gerade jetzt dann hier sind. Ungefähr 200 Meter von hier ist der Wohnsitz von Edmund Stoiber, der
Die Richtung. Liegt an der Brille, ja. Ich finde, und das wird vielleicht sich auch in dem einen oder anderen Echo bei der Presse niederschlagen, ich finde, dass, wenn es überhaupt einen Wahlkreis gibt, bei uns in Bayern, der mit besonderem Augenmerk betrachtet werden wird, dann ist es dieser hier. Und deswegen sollte dementsprechend auch der Kandidat, ja, sagen wir mal, also möglichst ein Gegenstück, ich sag mal ein Anti-Stolper, auf jeden Fall was ganz was anderes sein. Okay? Und ja, den Rest könnt ihr mich fragen bei der Fragerunde. Und, aber ich sage noch dazu, was ich vorhin auch die Rechnung von den Prozenten oder 3%, das ist immer noch kein Wir haben sie jetzt auch. Also das wäre durchaus noch was, was ich mir durchaus auch aufs Thema schreibe. Lass gerne klauen. Danke. Gut, Kandidaten haben sich jetzt soweit vorgestellt. Ich nehme an, alle Kandidaten hatten genug Zeit, sich ausreichend vorzustellen. Ja, das kann gut nicht ganz zu kurz gekommen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Frage der Kandidaten. Wie machen wir das am Checklist? Ich glaube, ihr kommt einfach alle drei nach vorne und der Rest durch, oder wollt ihr einfach... Nö, alle nach vorne. Also dann bin ich alle drei Kandidaten wieder nach vorne. Und ich moderiere das jetzt mal ganz kurz. Wieder auf einen Schleudersitz, oder machen wir das? Na, dann stehen wir, wie es schon sieht. So, ich glaube... Ich habe nicht gehört. Da ist nur ein Stuhl, ne? Ich kann stehen. Sie müssen dann auch mal kurz mal stehen unterlegen. Sieht man ein bisschen die Größenunterschiede noch? Dann bin ich zur Ruhe gekommen und wir kommen zur Frage. Ich wollte eigentlich nur fragen, der Chris hat gesagt, er ist Journalist und was die anderen beiden für einen Beruf haben. Ja, ich bin Softwareentwickler. Mhm. Und ich bin Kartografiestudent. Und nebenzu Landwirtschaft Design. Also Journalist ist die letzte Bezeichnung, gell? Also ich kann jede Menge Bezeichnung. Das ist, was ich jetzt gerade mache, aber wenn ich Geld verdienen muss, dann gehe ich normal bei der Lastwagen fahren, sonst. Das ist nicht weit geschickt. Also ich habe auch schon Blätten verkauft und ich bin so hoch bis der Reise nachts oder aus. Das ist der Unterschied. Sehr gut. Ja, okay. Weitere Fragen? Ja. Dem Herrn mit der Brille. Politik ist sowas wie Persönlichkeitsprostitution. Sprich, das heißt, du gehst mit deinem Ich mehr oder weniger auf den Strich in die politische Landschaft. Glaubst du, dass jemand bei dir mit der Brille anhält? Also die Frage ist eine von denen, die ich mir selber gestellt habe. Also die Idee übrigens stammt von Piraten. Ne? Das habe ich in Neumünster habe ich einen gesehen, einen Pirat, der mit so einer Brille rumgelaufen ist. Und ich glaube, dass die Leute nicht nur anhalten, sondern ich glaube, dass die Leute das Konzept, was dahinter steht, total geil finden. Ohne meinen Pressekollegen jetzt auf die Füße treten zu wollen. Okay? Aber nur weil dir jemand eine Frage stellt, ein Mikrofon oder eine Kamera, der ins Gesicht hält, heißt das noch gar nichts. Alles, was das hier bedeutet, ist Vorsicht. Okay? Alles, was ich damit sagen will, ist, hey, ich bin keine Manipulationsware, du kannst nicht machen, was dir lustig ist. Was den Max über ruhig gesprochen hat. Ja. Das war das, wo der BR dann drin war, also nicht beim ersten Parteitag, wo die einfach Leute abgefilmt haben und dann haben sie sich einfach den Jüngsten oder den Punkigsten ausgesucht und haben halt dann einfach ein Interview gemacht. Also morgens um 9:30 im Reloaded mitgebracht. So nach dem Motto. Und das hier ist einfach die Idee, dass ich sage, hey, erst einmal grundsätzlich gibt es mal. Am Schluss zählt auch, letztendlich, um beim Bild zu bleiben, beim Straßenstrich, am Schluss zählt, ob du ins Auto einsteigen darfst. So, schaffst du es, einzusteigen oder schaffst du es nicht? Okay, wir müssen den Vergleich dann auch als solches hernehmen. Okay, hier ist, was ich dir sage. Ich habe auch mal so einen Unternehmensberater gehabt, das ist so eine ähnliche Geschichte, so Prostitution mäßig. Und auch da hätte ich damals schon gesagt, ich gehe nicht auf den Strich. Wenn ich treiben will,
Okay. Ich hoffe, es ist Zitat fake. Also ich hätte mal gucken, habe ich da mit einem gesprochen auch, der hat mich dann eben auch was im Thema Religion und so weiter gefragt. Ich habe immer, ich hatte mein Wiki gelesen, da steht halt drin. Da fragt mich einer, habe ich einer gefragt, ob ich mein Spaghetti-Sieb auch im Bundestag aussetzen würde, um meine Religionszugehörigkeit kundzutun. Und ich habe dann zu dem gesagt, nee, das mache ich normalerweise nicht, ich will da immer noch die Füße treten. Ja. Aber sollte der Vorsitzende der Pädophilen Schutzvereinigung getarnt als Landespräsident oder Präsident eines kleinen Staates im Bundestag auftauchen, wie die Rede schwingen, ja, dann kannst du Gift drauf legen, dass ich dann mit meiner Brille und einem Spaghetti-Sieb gegründet bin, falls ich bis dahin komme. Also ich habe da krasse Meinungen, was das angeht, und da gehört auch der Zusammenhang mit der Presse dazu. Die vierte Gewalt im Staate will auch gelenkt werden, und das würde ich mir durchaus zutrauen, einen Versuch zu starten. So, lassen wir darauf ankommen, ob ich einsteige oder so auf dem Marktkapital. Gut. Also, was hat gerade gefragt, dass ich die Frage auch beantwortet habe? Ich wollte dann noch kurz zu was sagen. Ja, ganz kurz, ich würde grundsätzlich zulassen, ich möchte aber bitten, keine Zwiesprüche zwischen den Kandidaten zu führen, sondern die Frage zu beantworten. Also ich find seine Brille natürlich auch sehr interessant, auch der Eyecatcher. Ich glaube, das ist das, was die Piraten auch brauchen, so eine Art Eyecatcher, dass wir irgendwie auffallen. Und ich finde jetzt nicht, dass diese Brille jetzt sonderlich negativ ist. Das ist halt einfach Datenschutz. Das ist jetzt für einen Abgeordneten nicht das, was man erwarten würde, aber gerade deswegen, gerade das macht es ja interessant. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Genau. Okay, weitere Fragen? Nicht viel. Ich hatte dir mal eine, du hattest mich mal gebeten, eine Frage auf Abgeordnetenwatch reinzustellen. Das habe ich nicht geschafft, aber nimm einfach mal Stellung. Genau, also wiederhole die Frage und. Ja. Ich glaube, die Frage war, der Vorwurf war, zu zart, zu schüchtern zu sein. Das ist, dass ich zu zart, zu schüchtern bin. Das mag so rüberkommen, weil ich, wie ich schon gesagt habe, eher eine ruhige Person bin. Ich kann auch anders. ja, ich wirke vielleicht so. Ich habe allerdings die, ja, ob es jetzt eine positive oder eine negative Gabe ist, kann man hinstellen, dass ich ziemlich in mir drin bodeln kann, ohne das sonderlich nach außen zu tragen. Ich kann aber auch recht explosiv werden. Es gab bis jetzt nicht so oft den Anlass, vor allem nicht unter Piraten, was mich sehr freut. Also du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, ich habe schon diverse Stürze erlebt und habe es bis jetzt immer wieder geschafft aufzustehen. Ich glaube, es wird sich auch so schnell nicht ändern. Das ist dann mit deiner Frage zu benötigen. Okay, jetzt eine kurze Formalität. Ich würde Fragen von Gästen ebenfalls zulassen, da wir Gäste grundsätzlich zugelassen haben. Wenn es da kein Widerspruch gibt. Ich würde das gerne nicht auf den Redeliste bleiben würden, dann würde ich gerne erstmal die Frage. Ja, bitte. Ja. Ich würde nur gerne wissen, Ihr Alter und Ihren Familienstand, und von Herrn Müller habe ich nicht verstanden, wo er herkommt, oder hat es nicht gesagt? Soll ich jetzt, also ich antworte jetzt mal das, was an mich gegangen ist. Ich bin Single und ich bin 22. Ich bin mir auch dem bewusst, dass es vielleicht Probleme geben könnte, dass vielleicht andere Parteien einen 22-jährigen Bundestag-Direktkandidaten nicht ernst nehmen können. Das sehe ich aber anders, weil letztendlich bin ich dadurch recht ungebunden. Ich kann das einfach machen, ja, mit der Transparenz. Ich muss jetzt nicht irgendwie auf Machterhalt jetzt ewig lange Jahre dann irgendwie mein Politiker da sein fristen, sondern nach einer Amtsperiode, der bei mir sowieso Schluss. Und weil ich das auch nicht auf lange Zeit machen möchte, wenn es überhaupt so weit kommt, ja. Genau. Ja. Auch 22, auch ledig und wohnhaft bin ich in der Stadt Starnberg. Also Grenze zu Söcking. Gut. Also bitte dann mit der Frage beantworten erstmal. Du hast ja schon gesagt. Auch ich. Hast du ja schon gesagt. Auch an meine Gemein. Auf bestimmt hat das Schirm. Auf bestimmt hat das Schirm, mein Alter. Alter, Beruf und Nachbarstellung. Ja, ich habe mich schon mal geschummelt. Besser aus, kann man jeder kriegen. Nein, ich bin 43.
voll gelogen. Nein, ich habe das über 40. Ach, 43 verstanden. Und verheiratet Kinder? Diese Frage beantworte ich nicht. So, noch zu. Also welche programmatische Arbeit habt ihr bis jetzt gemacht? Habt ihr da irgendwelche Anträge mit in Liquid Feedback eingegeben? Habt ihr schon mal Anträge auf irgendwelchen Landesparteitagen oder Bundesparteitagen vorgestellt? Ja, gestern habe ich mal wieder versucht gestartet, einen Antrag zu machen. Mein Bruder hat mir den dann ordentlich zerpfiffen. Aber ich hab relativ viel Feedback bekommen. Es ging darum, dass ich gerne gerne eine Lösung finden würde, dass sich Dieselfahrzeuge auch unter 15.000 Kilometer rechnen wirtschaftlich, weil derzeit ist das aufgrund der Besteuerung nicht so. Deswegen hatte ich den Vorschlag mal, leider ist falsch, Liquid Feedback auch noch in unser frisches bayerisches Landesfeedback gestellt, die Steuern eben halt entsprechend anzugleichen. Ja. Das war erstens leider die falsche Stelle und also ich mache da auch noch die Versuche, gerade jetzt mit unserem neuen, das jetzt seit 3 Tagen gibt es das, glaube ich, das bayerische Private Feedback heißt das, finde ich eine ganz tolle Sache und wie gesagt, ich bin da auch noch am Experimentieren. Anträge hatte ich davor auch schon mal ab und zu versucht, ins Bundesliquid Feedback einzubringen, aus denen ist aber größtenteils nichts geworden. Ganz einfach, weil die einfach untergegangen sind unter den anderen Anträgen und ich nicht wirklich wusste, wie ich die bekannt machen sollte. Ich kannte jetzt leider, das Liquid Feedback wird ja größtenteils dominiert von Leuten aus Berlin und Nordrhein-Westfalen und ich glaube auch aus dem Saarland. Und da kannte ich leider niemanden, der dort ein bisschen für mich das ein bisschen bekannt machen konnte. Genau. Also einen originären Antrag habe ich noch nie gestellt. Ich muss sagen, es wird mir auch sehr schwer fallen, weil ich unbedingt, an der wir schon Ansätze haben, keine Idee zu haben bei den Piraten, an der noch niemand gearbeitet hat. So wird ein Mitglieder. Das heißt, ich bleibe im Bereich verkehrt. Und was ich viel getan habe, unter anderem auch aufgrund meiner Assistenztätigkeit bei der politischen Geschäftsführung, war entweder Anträge aufbereitet, redaktionell verarbeitet, was auch im Bereich der SG-Website, wer vielleicht dort diese Themen ASZ-Übersicht kennt, die damit zu einem nicht unerheblichen Teil von mir und auch dann jeweils die Aufschlüsselung auf die einzelnen Seiten. Und dann gibt es an politische Geschäftsführer durchaus mal so Spezialfragen, dass irgendjemand anschreibt, wir wählen einen neuen Betriebsvorstand und dazu wissen wir gerne die Meinung der Piraten zu diesen und jenen Themen, die extrem speziell sind und wozu wir noch keine Meinung haben, wo es dann meine Aufgabe war, aus unserem vorhandenen Wahlprogramm möglichst etwas herzuleiten, was in dieser Form eventuell unsere Meinung gegeben könnte. Das heißt, ich bin mit dem Programm gut vertraut, habe durchaus eben auch redaktionell an Anträgen mal etwas mitgeschliffen, habe aber selber noch keine eigenen Anträge formuliert. Also ich habe noch keine eigenen Anträge formuliert, aber ich liege gerade 3 Kapitel zu Hause, die gerade formuliert werden für Bochum. Allerdings möglich nur pro forma, denn ich habe auch da schon in die Anfangsfrage angeschaut und wir sind, glaube ich, so bei knapp über 500 Anträgen. Nach den aktuellen Entwicklungen würde ich mal sagen, dass entgegen dem, was geplant ist, wir keine reine Antrags- oder Programmdebatte haben, sondern wir werden uns wieder mit irgendwelchen Personalkram beschäftigen. Also ich habe da keine großen Hoffnungen. Kann aber durchaus sein, dass ich den einen oder anderen Antrag vielleicht auch damit unterstütze, dass ich eine Petition, also eine Online-Petition einreiche. Speziell jetzt gerade läuft die Geschichte mit der Bescheidung. Das ist das Kabinett schon durchgegangen. Dieser Umbruch von einem Gesetzentwurf soll demnächst dann auch im Bundestag vorgelegt werden. Also diesen Herbst noch. Übrigens mit der Argumentation, dass alles, was diesen Herbst noch funktioniert, das Einzige ist, was bei uns in Politik noch geht, bis nächsten Oktober. Voll schon schlimmer, aber wir können nicht mehr der Wahlkampf hat unendlich lang dauert und dazwischen noch gar nichts passiert. Was ich gemacht habe, also ich bin Mitglied seit 2010, die Piraten beobachte ich aber seit 2007 und ich bin auf allen möglichen, ich habe meine Liste gemacht, aber ich war auf allen zu der Zeit damals mögliche Livestream.
Landes- und Bundesparteitagen anwesend. Und ich meine jetzt nicht, dass ich da kurz reingesetzt habe, sondern ich habe das tatsächlich in Echtzeit Stunde für Stunde angeschaut. Weil ich eben teilweise auch im Ausland war, also das letzte Mal, das letzte halbe Jahr, bevor ich im April zurückgekommen bin, war ich in Australien und da habe ich mir auch alles immer angeschaut. Und ich habe, glaube ich, auch, also letztes Mal in Marseille habe ich eine Umfrage gemacht, die ich am vorletzten Parteitag hatte. Ich war meiner Umfrage nach einer der wenigen, einer von weniger als 10 Leuten, meiner Erschätzung nach, die von den 300 Anwesenden tatsächlich das Antragsportal komplett 300 Seiten lang durchgelesen haben. So, ich habe mich also damit wirklich intensiv beschäftigt. Der Grund, warum ich bis jetzt dann noch nicht weiter nach vorne gekommen bin, war einfach der, dass wirklich teilweise geile Anträge schon gestellt wurden, die ich selber nicht hätte. Also, da hätte ich gar nichts mehr auszusetzen, da waren Sachen drin, die waren besser, als ich mir je hätte auskennen können. Problem ist, dass die meisten von den Anträgen halt einfach viel zu weit hinten landen und einfach nicht behandelt werden. Oder eben auch, wie das unter Staaten üblich ist, jeder Antrag, der reinkommt, wird sofort im Positionspapier umgedeutet oder möglichst auf die Art und Weise auf die Landesamt geschoben. Und weil ich den Frust bei vielen Leuten, die auch Anträge stellen oder mitgearbeitet haben, auch nicht erlebt habe, habe ich das erst angeblich mitgehalten. Aber der wird es lernen. Okay. Christian, du darfst dann deine Frage stellen. Ich würde sie an die anderen Kandidaten stellen und nicht an dich selbst. Ja, stimmt. Also in dem Fall, ich kandidiere jetzt, wie man das Bescheid weiß. Du hast schon Kapitel 22. Was studierst du? Ja, Kapitel. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass du dich in deinem recht jungen Leben aber doch schon mal irgendwie einiges an Wald erfahren hast und wieder hast aufrappeln müssen. Das heißt, gibst du dich selber, wie man in Englisch schon sagt, als einen ordentlichen Tough-Cookie haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du nicht drüber sprechen willst, aber kannst du irgendwie eine Anleitung machen, in welche Richtung es jetzt geht, wenn du sagst, du hast dich schon mal wieder aufgerappelt? Man könnte es, ich glaube, damit ist es eigentlich ziemlich konkret und wissen, unter dem Punkt Sexualität und familiäre Probleme zusammenfassen. Und, wann bist du denn schon fertig? Das hängt von okay, wann hast du geplant? In 3 Jahren. In 25. Also dann Bachelor fertig. Okay. Dann hat er auch gesagt, ja, das ist auch was du machst. Wo ist dein Bruder? Da. Hier. Nimm mal deine Brille ab. Was stimmt da? Okay. Warten von die Augen runter. Ich mit dem. So wenig Haare habe ich nicht. Ich weiß nicht, die Frage noch nicht gestellt worden, die kann nachher auch an einen nicht stellen, aber ich wollte jetzt mal die Frage an dich eben gleichzeitig stellen. Wie, für den Fall, dass ihr jetzt direkt kann, wieder wert, stellt ihr euch denn euren Wahlkampf vor? In Zeit und Umfang und Strategie. Also soll ich zuerst oder willst du zuerst? Okay, also grundsätzlich brauchen wir endlich auch mal mit den anderen Bundestagskandidaten vielleicht mal wirklich auch einen Plan, dass vielleicht auch mal vor dem Einzug in das Parlament schon feststeht, wer, wenn eine Fraktion gegründet wird, wer da vielleicht eingestellt wird und wer da, dass man sich dafür schon vorbereitet, erste Gesetzesentwürfe vielleicht schon mal ausarbeitet, die man dann in den ersten 3 Monaten einbringen kann. Und das sollte inhaltlich parallel zum Wahlkampf laufen. Das ist mir aber wichtiger, deswegen nehme ich das jetzt mal vorweg, weil sonst sind wir im Bundestag und können dort nichts machen, wissen nicht, wie der Bundestag funktioniert. Ich habe mich da schon auch zum Teil ein bisschen eingearbeitet in die Hausordnung und die Abläufe im Bundestag. Jetzt aber jetzt noch nicht so richtig vertieft, das habe ich dann auch vor, wenn ihr mich heute aufstellt. Und den Wahlkampf stelle ich mir folgendermaßen vor, dass zum Beispiel, wenn ich aufgestellt werde, dann haben wir quasi 2 Bundestagskandidaten hier im Wahlkreis. Dann könnte ich mir meine Arbeiten super mit dem Fabian aufteilen und da könnten wir dann jede Menge Pressetermine wahrnehmen. Wenn er aufgestellt wird, dann haben wir nur einen, das ist dann die Presse mal über die Leute, die wirklich interessieren. Dann Plakate brauchen wir. Die müssen halt irgendwie aufgehängt werden. Wichtig ist, die Piraten aus unseren Ortsverbänden zu motivieren. Aus den Orts- und Kreisverbänden.
hat, weniger in dem Umfang, dass ich sehr viel mehr geben könnte, als ich momentan schon tue, aber es besteht auf jeden Fall nicht der Zwang für mich, arbeiten gehen zu müssen, um überhaupt leben zu können. Dankbarerweise. Wie ich mir den Wahlkampf vorstelle, wir haben da schon ein bisschen ein Konzept auf Landesebene für die Listenkandidaten und momentan ist noch die Frage, ob wir die Direktkandidaten einbeziehen oder nicht. Ich bin allerdings dafür, es zu tun, einfach damit es ein bisschen einheitlicher wird. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir erstens uns sehr gut vernetzen. Wir haben auch genug lokale Getränke in der Gegend. So auf einem größeren Maßstab als die Kleinstverbände natürlich. Und dann wäre es noch gut, dass wir erstmal unsere Partei bekannt machen bei den Leuten. Wir hatten jetzt am Samstag wieder einen Infostand und man hat gesehen, dass das Problem gar nicht das ist, was wir denken, wenn wir so Spiegel online lesen oder vielleicht bei den Medien, dass man uns da nicht verstehen wird, unsere Mentalität oder so. Das Problem ist, dass es immer noch genug Leute gibt, die sich dann denken, ja, Piraten sind die mit der Augenklappe. Und da das auch. Also da ist es wirklich eine einmalige Gelegenheit, dass wir uns mal ordentlich vorstellen, dass wir unser Wahlprogramm bekannt machen, sagen, dass wir nicht das Urheberrecht abschaffen wollen und dass wir darüber hinaus uns auch Gedanken gemacht haben. Also einfach Informationen an die Leute bringen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Ideen gut genug sind, dass wir dann schon ordentlich Wähler motiviert bekommen. Okay, weitere Fragen? Ja. Also ich habe eine Frage an Lars und an Fabian, weil, sorry, jemand, der nicht mal davor zurückschreit, sein Alter zu nennen, der wird auch seinen Kontostand nach als Abgeordneter eher nicht nennen. Jetzt weiß ich es vom Lars vielleicht, aber trotzdem, dass du es für alle beantwortest, ihr seid beide relativ weit auseinander und Stadtwelt ist ein großer Wahlkreis, der relativ wenig durch Buslinien und Ähnliches erschlossen ist. Wie mobil seid ihr und wie schnell könnt ihr wo, wie sein, auf welche Veranstaltungen wart ihr, welche Veranstaltungen kennt ihr hier und so weiter. Okay, also erstmal möchte ich mich dem hier zu Wehr setzen, dass ihr da bitte nicht andere Kandidaten schlecht machen, das kommt ganz komisch rüber, da du mein Bruder bist. Und ich möchte nicht, dass du hier irgendwas zu meinem Vorteil unternimmst, sondern lass den Wahlkampf hier einfach mal laufen. Ja. Um die Frage zu beantworten, du kennst mein Auto, das hat eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 170, auf den Autobahnen sind zu 120 erlaubt. Ich fahre damit auch mal nach Starnberg oder nach sonst wohin. Eingeplant habe ich an Fahrtkosten bis zu 200 Euro Benzingeld, könnte ich sagen. Damit wäre wirklich alles möglich. Ich würde mir halt wirklich mit dem Fabian die Termine aufteilen, wenn er dazu bereit ist, sodass wir von Starnberg und von Holzkirchen aus die Termine wahrnehmen können. Genau. Ich habe auch ein Auto zur Verfügung, das ich mir mit meiner Schwester teile, aber die fährt eher wenig. Und ansonsten, ja, also insofern bin ich auch mobil. Ich habe auch spätestens eine Monatskarte nach München rein. Bin also insofern auch mobil. Was besuchte Termine und dergleichen angeht, in Starnberg, also in unserem Kreisverband, habe ich eigentlich so gut wie alles mitgenommen. Seit November war, glaube ich, unser erster Stammtisch dann wieder nach der Berlinwahl. Was halt seitdem so angeht. Ansonsten, ja, diverse Parteitage und diverse, ja, Online-Treffen. Wie gesagt, Treffen in Filme das heißt irgendwelche Camps. Ja. Das, was man halt also nicht macht. Nicht übermäßig viel. Ich bin kein Kugler, aber auch nicht sonderlich viel. Ich meine, Kugler im Sinne von Interessant. Ja. Hey, das ist die Frage, die ich ja nicht gestellt habe, kann ich ja trotzdem beantworten. Ich habe seit 15 Jahren kein Auto mehr. Und ich bin auch die meiste Zeit tatsächlich im Ausland. Das heißt, ich habe tatsächlich wirklich was Wichtiges vor. Um die Frage, die ich vorhin an euch gestellt habe, an mich selber zu stellen, mein Wahlkampf würde so aussehen, dass ich erst nach 8 Monaten in der Versenkung verschwinde. Okay, das war unser Grund. Okay, gut, halten wir es fest. Okay, weitere Fragen? Bitte. Ja, also,
dein Streben nach Anonymität in allen Ehren. Ist auch mutig. Mir ist nicht ganz klar, wie du diese gewollte Anonymität mit einem Amt zusammenbringen willst, wo du in der Öffentlichkeit stehen wirst. Das würde ich dich bitten, uns das zu erklären, wie du dir das vorstellst, weil auch Wahlkampf findet öffentlich statt. Ja. Und du bist hier in einem Wahlkreis, den ich mal als doch recht konservativ bezeichnen würde, um das mal nett zu sagen. Ich weiß, was du meinst. Es ist mir nicht ganz klar, wie das laufen soll. Also erst nochmal die Geschichte mit der Anonymität. Okay? Hier drin gibt es keine Anonymität. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn irgendjemand von den live anwesenden Leuten hier mein Gesicht zu sehen kann. Aber es sind möglicherweise, keine Ahnung, wie viele Dutzend, Hunderte, Tausende oder Millionen Leute über das Internet jetzt gerade dabei. Die haben sich alle nicht live gesehen. Und wenn Sie das live sehen wollen, dann müssen Sie herkommen. Da kommt die Idee her. Okay? Das ist ursprünglich mal, also sollte der Mann das da in Neumünster erklärt, ist das eine Party-Spaßbrille, die sich ein paar amerikanische Celebrities ausgedacht haben, um dort drüben die Presse zu formen. Also es hat mit Anonymität überhaupt nichts zu tun, weil wenn du schon berühmt bist, dann hilft dir das auch nicht von der Brille auf. Das ist das eine. Die andere Sache ist, dass ich eben jetzt so in der Öffentlichkeit stehe und da würde dessen Probleme aufwerfen. Da bin ich anderer Meinung, ich habe auch 10 Jahre im Marketing gearbeitet als Unternehmensberater und ich sage dir, ich kriege mehr Aufmerksamkeit, wenn ich gar nichts sage und mich nur hinstelle und eine Brille aufhabe, als wenn ich das Parteiprogramm runterlegen kann, das sowieso keiner von den Leuten auf der Straße kennt und dabei ganz in Anführungszeichen normal ausschaut. Wenn du dir die Wahlergebnisse bei uns in den Paraden anschaust, wir haben eine ganze Menge Leute da, die hauptsächlich wegen, ich nenne es mal, Schrillität gewählt worden sind. Ich meine, ich kann jetzt noch mal Spaghetti-Sieb aufsetzen, das habe ich noch irgendwo da hinten, aber noch schriller geht es kaum. Also das ist mal die eine Sache, ich glaube, dass das nicht schlecht funktioniert. Und das andere ist, try me on, das ist das Problem. Ich habe da kein Problem. Also, weißt du, das ist eine ganz politisch-praktische Arbeit, okay? In der Partei gibt es einen Pressesprecher, wir hatten in Bayern auch mal einen, wir hatten sogar mal einen, der beim Bundesvorstand in der Presse war, der seine Rücktritt und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge Leute, die wesentlich besser vor der Kamera sprechen können, die auch mehr Spaß daran haben, in der Kamera zu stehen, als ich persönlich. Heißt das, dass es mich zwangsläufig von politischer Arbeit ausschließt? Sehe ich überhaupt nicht so. Wenn einer von mir oder von der Partei oder sonst irgendwas wissen will, dann gebe ich das einen Pressesprecher mit und der kann sich dann auf die Presse hinhauen und den Leuten das auseinander diskutieren. Wenn du dir heute eine Pressekonferenz anschaust, dann sind die Hälfte der Fragen sowieso persönliche. Und die würde ich generell, ob nur mit oder ohne Brille, eh nicht beantworten. Beziehungsweise da lautet meine Antwort dann, wird die noch kommen. Weil die Farbe meiner Unterhose, meine sexuelle Orientierung oder sonstige Dinge, gehen wirklich absolut niemandem was an. Eine Ausnahme mache ich dabei, wenn es um die Kohle geht und Abschlossung dazu geht. Das kannst du auch bei mir im Wiki nachlesen. Also, ich bin einer von denen, die ganz gerne einen Wettbewerb gehabt hätten von allen Kandidaten, dass sie oben auf der Bühne stehen und sagen, ich gebe 98% meines Einkommens ab und ich gebe 97% meines Einkommens ab. Also, da kannst du mich testen drauf, das würde leicht rauskommen, an der bin ich bestimmt. Und ja, wie gesagt, immer mit der Presse, also ich habe da kein Problem. Ich bin sozusagen vom Fach, ich habe da überhaupt kein Problem, die Leute auch ablisten zu lassen, wenn ich denke, dass es nicht notwendig ist, beispielsweise hier, also nicht in hier, in Halle und so weiter, wunderbar, aber wo ist das Problem, wenn die vor der Tür stehen und die Kandidaten nachher auf Anfrage vor der Tür interviewen, vor jedes wäre Max da auch nicht sein, also ich sehe überhaupt kein Problem. Ja, ich stelle die Frage nochmal neu. Ist dir bewusst, dass du in Wolfratshausen und Starnberg kandidierst und nicht in Berlin oder Köln? Wie gesagt, ich bin seit 35 Jahren hier. Ja, okay, wolltest du hören. Ich bin mir dieses Wahlkreises sehr bewusst. Ich bin oft in der Ratsstufe gesessen, wenn hier die Kandidaten und so weiter waren. Also da habe ich überhaupt keine Frage dafür. Ich bin auch aus den Tutzigen gewesen, habe mir da ein Bildfeld angeschaut, habe dann mit Frau Schnarrenberger auch gesprochen. Das ist noch gar nicht so lange her und ich kann das sagen. Also ganz im Ernst, das, was die im Bierfeld auf die Reihe bringen, alle, die sie dort waren, das kriegen wir wieder auch leicht zustande. Auch mit Brille, habe ich kein Problem. Okay. Ich wollte jetzt den Antrag stellen, dass wir die Fragen beenden. Gut, das ist ein. Ich stelle dann nochmal erstmal die Frage, oder gibt es da noch weitere Fragen?
glaube, der Antrag wird dann damit obsolet, weil es keine weiteren Fragen mehr gibt, okay? Okay. Gut. Also, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich erstmal den Kandidaten, dass sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. So. Dann kommen wir jetzt nach dem Wahlgang. So, zum Wahlgang. Kurz ein paar Bemerkungen. Zum einen habe ich hier zwei fleißige Helfer, die sich schon bereit erklärt haben, den Wahlgang zu unterstützen. Das sind einmal Kalle und Gerst. Ja. Stimmrecht, das heißt, die sind ganz klar. Ich würde. Ja, der kommt von Gauting. Ich habe ihn aber vorher vorgeschlagen, deswegen. Also, der ist genau. So, die Wahlrolle haben wir auch. So, Gerd hat schon mal die Stimmzettel und Kalle hat die Wahlrolle. So, dann machen wir das ganze Spiel jetzt folgendermaßen. Kalle, du stellst die Wahlrolle bitte jetzt irgendwo, wo sie gleich bereit ist. Ach, am besten. Ist der Hund bei der Matsche? Nein, ist leider nicht spielbar. Ich wollte auch hin. So, Kalle, dann zeig bitte einmal die Runde, dass du dann zeigst, dass sie leer ist. Wenn ich sie aufkriege. Die Runde ist gut verblockt, ja? So, ihr habt alle gesehen, dass die Runde leer ist. Ein Zaubertrick. So, Kalle, stellst du ohne bitte, schießt ohne bitte wieder, stellst du von 8. So, jeder, der Stimmrecht ist, hier bitte noch einmal auf meine Hand. Gerd, die Runde gibt jedem einen Stimmzettel. Etwas schief geschnitten, aber alle gleich geschnitten, das ist das Wichtigste. So, ich erkläre nochmal kurz, jetzt das in den ersten Wahlgang. Ihr könnt bei jedem Kandidaten, wenn ihr wollt, ein Kreuz machen. Das heißt, ihr könnt 1, 2 oder 3 Kreuze machen, aber immer nur eine pro Kandidat. Ihr dürft den Stimmzettel dort ausfüllen, wo ihr wollt. Bitte achtet darauf, dass ihr, die, dass ihr den dann eben so ausfüllt. Das kannst du auch einen holen. Ich denke, der kann geben. Braucht noch deinen Stift? So, Stifte kriegen wir. Das ist typische Piratenmannschaft. Jeder hat ein Messer dabei, aber kein Stift. Genau. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, solltet ihr ein Kreuz. Solltet ihr ein Kreuz gemacht haben und dann danach entschieden haben, ups, das Kreuz wollte ich da nicht setzen, malt bitte das Feld komplett auf, damit wir wissen, dass dieses Kreuz nicht gezählt werden soll. Ansonsten bitte ich keine weiteren Hinzufügungen oder Bemerkungen auf den Zettel zu schreiben, nicht LOL, nicht Trollerlol, nicht Olympics, habe ich noch was. Ja, das macht den Stimmzettel ungültig. Erste Wahl in der Pool Voting. Guck mal noch welche, das haben wir nicht verstanden. Wir haben noch einen. So, hat jeder einen Stimmzettel? Ja. So, jetzt du bitte so. Der Gerd schaut jetzt, dass jeder von euch auf einmal seine Stimme abgibt. Ich denke, du kannst dich in der Leute direkt nicht merken. Ja, das funktioniert. Gut. Und der Kalle achtet darauf, dass ihr auch einen Stimmzettel angehört. Gut. Dann erkläre ich diesen Wahlgang hiermit für eröffnet. Ihr könnt jetzt bitte jemanden abgeben. Ich kann dir das wissen. Ich will schon einen anderen anstellen. Ja, einfach. Ich stelle mich trotzdem hier an. Dann bist du aber stolz, dass du trotzdem schon mal gewartet hast. Komplett aus dem Umlauf. Ich dachte, du wolltest von der anderen Seite kommen. Ich doch. Das ist schon. Jetzt hat A die Richtung mit gewechselt. Ja, der wollte gar nicht so sagen, auch, aber ich muss leider sagen, ja, wenn Bilder mal achtet ist. Hat jeder seine Stimme eingegeben? Nein, noch nicht. Ich kann auch gerne den Musik machen. Hat jeder seine Stimme abgegeben? Ja. Das scheint der Fall zu sein. Dann werden wir dort am Tisch auch gleich. Oder hier mehr Licht soll da. Es darf jeder hier für eine Ausbildung zuschauen. Darf ich irgendwo hier eine Mütze auf den Stich machen? Ich hätte nur Papier. Aber das nur Papier? Gut. Hier. Das ist nur noch
Thank you.
Einladung aller Bundesvorstandsmitglieder, dass sie auch die Assistenten suchen. Da habe ich mich dann bei Marina beworben und wurde dort dann genommen. Hat ihr dann bei der Arbeit geholfen, etwas über die Neuwahl des nächsten, also des aktuellen Bundesvorstands hinaus, weil die zu erwarten war, da noch einiges an Fehlern, Pressetermin und so weiter. Dann gab es da eine Sendung, beziehungsweise, ich habe vorher noch Kunda hat uns bei technischen Sachen geholfen, Laptop funktioniert nicht wieder oder sonst was. Es gab dann eine Piratencast-Sendung durch die Nacht mit Ach und Krach mit Kunda und Julia Schamm. Von dort hat Kunda dann sehr von mir geschwärmt. Dann haben sie mich um 5 Uhr morgens angerufen und dann haben sie, also hat Julia Schamm gefragt, ob ich helfen könnte, weil sie auch die E-Mails hat. Habe ich dann ja gesagt, das ging ungefähr in 2 Monate. War allerdings wohl möglich, auch darüber, dass oder dadurch, dass einige Presseanfragen dann über den Verlag gehandhabt wurden, recht einfach. Und deswegen habe ich mich dann Johannes angeboten, der auch entsprechend einen Assistenten gesucht hat, weil seine ursprüngliche Idee, da ein ganzes Team zu haben, etwas an der Verteidigung des Teams halt hatte. Und genau, deswegen bin ich jetzt wieder da. Noch nicht ganz. Eine Frage, wie ist der Lars mit gemeint, wenn es 2 Bundestagskandidaten gibt? Oder es gäbe die Chance, einen Direktkandidaten und einen Listenkandidaten hier im Stimmkreis zu haben und somit letztendlich die personelle Situation etwas zu verlassen, dass man so und so mal hin und her macht, wie es geht. Du hast dich dazu noch nicht geäußert. Es wäre interessant, deine Meinung zu diesem Vortrag zu hören. Ich werde aber schon ganz unterlaufen. Also mir kommt es nicht darauf an, dass ich irgendwo jetzt gleich im Bundestag lande, was sowieso ein sehr politisches Wohl ist, also auch der Kandidat, sondern darum, dass wir die Piraten sowohl im Landkreis als auch im Land, als auch bundesweit etwas pushen können. Und da unabhängig davon denke ich, wer von uns jetzt wohin gewählt wird, werden wir weiter unsere Bestes geben, um das Ziel zu erreichen. Das ist so. Ja. Okay, ich glaube, wir haben noch eine Frage falsch. Stimmt das nicht, habe ich so nicht? Ja, bitte. Du sagtest, du arbeitest derzeit zusammen mit dem Johannes im Bundesvorstand. Mach vielleicht mal ein Statement hinsichtlich der aktuellen Übergriffe aus dem Landesvorstand und der Situation so allgemein. Also ich werde mich dazu nicht so detailliert äußern, auch aus Datenschutzverpflichtungsgründen. Ich kann persönlich sagen, dass Johannes ein guter Freund von mir ist und dass sich nicht ändern wird, ob der jetzt noch von 100.000 vor seiner Tür steht oder nicht. Ich kannte ihn schon bevor er im Bundesvorstand war und da war er auch ein guter Freund von mir. Und zur aktuellen Diskussion mit dem Landesvorstand als einfacher Pilat, Basispilat, der ich auch irgendwo in Teilen bin, kann ich sagen, ich finde diese Alleingänge nicht gut. Ich tue mir schwer, da jetzt zu trennen zwischen dem, was ich sonst so weiß und dem, was ich sagen kann. Und deswegen lasse ich es mal dauern. Okay, ist er fertig? Ja. Super. Ich denke, das schauen wir kurz. Das ist los. Das Nein.
Dann bitte ich jetzt wieder, vielen Dank. Kurze letzte Gelegenheit, jetzt eine Frage zu stellen. Kann ich mir dann nochmal vielen Dank an die Kandidaten? Nochmal kurz nach vorne. Es geht dieselben Wege wie gerade eben mit einer Ausnahme. Ihr macht bitte diesmal nur ein Kreuz. Das ist eine, keine Full-Loading-Wahl mehr, sondern es ist eine Stichwahl zwischen den beiden Tasten. Ein Kreuz, ihr dürft auch kein Kreuz machen, das ist dann eine Enthaltung, aber mehr als ein Kreuz macht den Stimmzettel ungültig. Kalle zeigt bitte einmal die Urne. Ich vergesse euch alle, dass die Urne leer ist. Die Urne ist leer, und schließt bitte die Urne, dann stellt sie wieder an den Platz, an dem gewählt wird. Jeder noch ein Kreuz, genau. So, dann eröffne ich jetzt den Wagen, wir machen das Ganze, wie ihr habt. Gerne aufpassen, dass ihr dann abstimmt und Kalle wird aufpassen, dass ihr dann abstimmt. Bitte jetzt mal schreiben. Starker oder schwacher Agnostiker? Definitionssache. Ja. Nicht zum Schluss. Ich vermute mich auch so rum, ich kann das nicht. Das ist vielleicht spannend, oder? Die Technik kommt noch. Vergeht das weiter, das ist aber schon. Ja, ich muss noch eine kurze Formalität machen, damit ich noch etwas. Achso, dann mag ich schon. Mag noch jemand wählen? Hat schon jeder? Ich frage mal nach. Wie weit ist die Lesung? Die Jäger seine Stimme abgegeben. Das scheint der Fall zu sein. Damit ist der Wahlgang geschlossen und wir schreiten eine weitere Auszählung. Dann setze ich bitte wieder an dein Protokoll. Das ist ein Stimmen auf Lars Witte, von 6 Stimmen auf Fabian Müller,
Damit ist Fabian Müller der Direktkandidat für den Wahlkreis 224. Herzlichen Glückwunsch. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl. Jetzt, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt noch kurze Formalitäten. Okay, also wie lange hat genau. Die wollte ich immer enthalten. So. Jetzt müssen wir noch kurz zwei Dinge tun. Nämlich erstens, ich frage die Versammlung, gibt es irgendjemanden, der Einwände gegen das Wahlergebnis erhebt? Das ist nicht der Fall. Und dann müssten wir noch zwei Personen beauftragen, die neben mir, dem Versammlungsleiter, die sogenannte Versicherung in eine Stadt über die Wahl abgeben. Ich möchte an dieser Stelle die beiden Wahlhelfer vorschlagen. Gibt es weitere Vorschläge für die Personen, die Versicherung in eine Stadt abgeben? Kann ich auch machen. Willst du auch? Ich kann auch. Also, wir brauchen genau zwei. Jetzt haben wir drei. Ich stimme jetzt einfach mal die Reihenfolge ab. Wer ist dafür, dass Gerd Fleischer das macht? Bitte seine. Gerd Fleischer. Einstimmig, vielen Dank. Wer ist dafür, dass Kalle das macht? Bitte ebenfalls seine Hand. Andi, wenn das dann für dich okay ist, würde ich auch bleiben. Gut, dann ist die Versammlung. Dann die Versammlung diese beiden beauftragt. Ja, damit sind alle Formalitäten erfüllt. Ich danke euch fürs Kommen und schließe hiermit die Versammlung. Machen wir kurz noch die Formalität. Hat jemand die Eilers Mail zur Hand gerade? Ja, das wäre vielleicht. Und was über die unten über sein Selbstbild hat? Das ist so, dass man es. Ich glaube nicht, dass der Mann, der das Unterschied in der Selbstbild ist. Das ist eine ganz spezielle Art von Fragestellungen, die werden angeboten. Ja. Wir sollten sie weniger intern einsetzen. Aber es wird dann der Vorstand, das ist jetzt verbannt, wo du dich mehr aufgeregt hast, und dann redest du Es gab eine Briefanlage an, oder? Aufgewachsen, also Kulturbayern und Geburtsbayern. Aber außen sich als Kritik so aufgreifen.
Ich habe meinen Namen gehört gerade. Ja. Platz 3. 3.
Nein. Haben wir eine Rückfrage? Ich würde sagen, wir was keinen Sinn macht. So, ich das hat man viel zu lange gemacht. Kalle, wie ist dein vollständiger Name eigentlich? Tobias? Tobias? Mit oder ohne Leerzeichen zwischen den MC und dem MC? Lass die fucking Hände weg. Ich hab keine Ahnung. Angela war das vor 2 Jahren. Ich hatte eigentlich Tobias Kalle. Also Karl war der alte Nachname und Rumi ist der Kalle. Okay. Genau. So, du musst das doch eher ungewöhnlich sein. Du drückst einfach einmal aus. Ja, aber sie ist auch deutsch, also ein anderer drauf, das ist der Ufa, irgendwie die Krieg, Ami, frag mich nicht. Ganz komisch. Und da kam der Name halt dann mit und ja, den Namen, den ich nicht kriegen kann. Ich muss gestehen, also wenn ich das mal so ganz gemein sagen darf, Max Spatten klingt irgendwie cooler als Karl. Ja, habe ich mir auch gedacht, wenn man nicht mehr machen kann. Also wenn ich die Gelegenheit hätte, meinen Namen Max Spatten zu hören. Hast du eine Tochter oder so? Nein, noch nicht. Warten 2 Jahre vielleicht. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Bis die mal volljährig wird. Okay. Das Mann hat eine längere Zeit. Das stimmt vielleicht, ne? Aber ja. Hey, ich kann später mal ganz wichtig werden. Der Bundesminister oder so. Ja. Ich bin hier gute Partie. Dann schaue ich lieber selbst selber in den Antrag kommen. Ja, dann muss der Töchter darauf aufpassen, dass seine Tochter auch im Politikstaat einheiratet. Ah, ja. Wir haben total kapaziert. Wenn ein ICE in Ingolstadt hält, jetzt kommt. Das ist das grobe Aufruf. Nein, das ist nicht, das ist genau richtig. Da gibt es in dem Zusammenhang, aber meistens, weil sie die von dem abgegeben haben und die zugeben gehen, aber wenn man das so kann, ist auch noch total schade. Ja, das gibt auch ein paar. Es gibt auch ein paar Auto hat das vielleicht Erstmal die Aber ich weiß, ich fahre auch. Es ist nur gerade finster.